durchhalten alle miteinander. Der Winter ist fast geschafft, bald heißt es wieder kurze Hosen und braune Beine. Aber bevor wir all das zusammen genießen können, wollen wir euch heute auf eine der letzten winterlichen Ausfahrten mitnehmen. Begrüßen dürfen wir auf unserer Ausfahrt heute gleich zwei Gäste. Die MTB-Legende Karl Platt und seine Bulls Machete, das Gravelbike des deutschen Herstellers. Und wir haben auch eins abgestaubt. Da gab es einen Radladen und da habe ich so geile Mountainbikes gesehen. Ja. Das war Ende der 80er. Und da habe ich mir jeden Morgen auf dem Schulweg, bin ich dort am Radladen vorbeigelaufen und habe mir die Nase platt gedrückt. Ich bin auf jeden Fall über 30.000 gefahren, also mit Mountainbike-Kilometern. Ja. Ja, ich habe mal so durchkalkuliert, so 750.000 Kilometer bin ich jetzt im Leben gefahren. Bist du ja jetzt auch, jetzt sind wir schon ein bisschen unterwegs, ich darf sagen, so ein bisschen im Spätherbst deiner Karriere angekommen. Ach Gott, ich bin das blühende Leben, ey. Wo ist der Spätherbst? Viele junge Sportler und Sportlerinnen haben Vorbilder. Meine, die hießen Andy Schleck und Karl Platt. Jetzt denken sich ein paar von euch bestimmt, ja gut, Andy Schleck macht Sinn, aber Karl Platt ist ja nicht Mountainbiker. Richtig, ist er. Aber genau dieser Mountainbiker hat einen nicht ganz unerheblichen Anteil daran, dass ich heute so Radsport begeistert bin. Und es gab auch ein Ereignis, womit Karl dafür gesorgt hat, dass der 14-jährige Richie richtig Bock auf Radrennen fahren hatte. Und ich habe sogar einen Zeitungsartikel mitgebracht, der das beweisen kann. Mitgebracht? Richtig. Denn wir werden Karl gleich treffen und mit ihm eine schöne Runde Graveln gehen. Und, das möchte ich noch dazu gesagt haben, Karl ist zwar Mountainbiker, aber ganz egal, ob ihr Downhiller, Straßenfahrer, Graveler oder Puckyradfahrer seid, Karl hat jede Menge Geschichten auf Lager und da lohnt sich das Zuhören definitiv. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie finden. Da sitzt er ja, König Karl von Rheinhessen. Servus, Richie. Tachchen. Der Herr, hast du bequem gemacht. Cool. Komm, ich setze mich mal hier zu dir. Ja, super, das ist so mein Bänkchen hier. Wenn ich mal keine Lust habe zum Trainieren, dann fahre ich raus. Hi. Servus. Und da hocke ich mich hier hin und genieße die Gegend. Ja. Das ist schon schön bei uns. Ja, auf jeden Fall. Ganz guter Ausblick hier. Was ich sagen muss, im Winter wirst du wahrscheinlich nicht hier anhalten. Jetzt hatten wir uns ja eigentlich zu einer winterlichen Ausfahrt so ein bisschen verabredet. Würdest du das heute noch als Winterausfahrt zählen, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem mal die Schutzbleche drauf gemacht. Ja, vielleicht finden wir ein paar Pfützen, wo wir einfach mal richtig durchziehen können. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Ja, das ist ein guter Punkt. Was gehört für dich so richtig dazu? Was muss bei einer Winterausfahrt dabei sein? Also, wenn es mal richtig regnet und richtig brutal böse ist, dann fahre ich erstmal gar nicht. Ja. Das ist schon mal der erste Punkt. Aber gut, ja, wenn du halt mal dann zwei, drei Tage, was ja auch passieren kann, wenn es mal durchregnet, dann irgendwann mal. Ja. Rolle nichts für dich? Nee, ich bin kein Zwiftler und ich bin kein Rollenfahrer. Ich habe zwar eine Top-Rolle, aber ich habe sie jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren, sechs Jahren nicht benutzt. Also bevor ich auf die Rolle gehe, ziehe ich mich echt gut an. Also sprich, gute Überschuhe. Ja. Vielleicht auch eine Regenhose, Regenjacke und dann nehme ich mir vor, zwei Stunden zu fahren und dann ein bisschen zügiger, damit es einem nicht kalt wird. Ja. Also langes Grundlagentraining kannst du da nicht machen, aber so zwei Stunden zum Ballern geht immer. Ja, und am Rad ganz wichtig, Schutzbleche. Ja, Schutzbleche, wenn du ohne Schutzbleche losfährst und dir ist nach einer Minute die Hose in der Ritze klebt genau. Und da hinten runtertrieft und alles nass ist, das macht keinen Spaß. Ja, und die Schutzbleche ist halt, das ist ein Segen. Ja, ich finde generell dann irgendwann, wenn die Winterausfahrten vorbei sind, ist für mich immer so, wenn du das erste Mal unten kurz fährst, in Deutschland wohlgemerkt, dann ist für mich so ein bisschen der Winter vorbei. Und ich hatte noch eine Sache, die für mich auf einer Winterausfahrt auch mal so ein bisschen dazugehört, ist ein geiler Kaffeestopp, um ein bisschen wieder warm zu werden, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet. So. Und das ist für mich auf jeden Fall immer so ein Highlight bei einer Winterfahrt. Und Highlight ist hoffentlich auch die Runde, die wir heute vorhaben. Wo fahren wir lang? Ja, zu unserer Runde. Wir sind hier im schönen Rheinhessen. Hier gibt es so einen Rhein-Terrassenweg, der fängt da hinten in Worms an. Ja. Und ich bin jetzt schon mal ein Stück entlang gefahren. Ja, und hier geht es eigentlich die ganze Zeit. Das ist eigentlich ein Erlebnisweg, ein Wanderweg. Ja. Und man kann den fast bis Mainz laufen, eigentlich ein Laufweg. Das sind knapp über 50 Kilometer. Und perfekt ist es zum Radfahren, weil es geht die ganze Zeit hoch und runter.
durch Hohlwege und macht echt, gerade mit dem Gravelbike macht es tierisch Laune zu fahren. Ja. Komm Junge, dann lass uns nicht weiter rumsitzen. Ich würde sagen, wir springen auf die Böcke und dann quetsche ich dich noch ein bisschen weiter aus. Mal gucken, super, was du noch so zu erzählen hast. Ja, cool. Schon auf den ersten Metern unserer Ausfahrt habe ich gemerkt, routentechnisch weiß der Karl, was er macht. Der Rheinterrassenweg ist ein echtes Highlight und unsere Macheten haben sich inmitten der rheinhessischen Weinberge sichtlich wohlgefühlt. Auch mit Karl würde man sich am liebsten gleich einen schönen Riesling einschenken und das Panorama genießen. Denn einen so offenen und sympathischen Gastgeber erlebt man selten. Wie hast du eigentlich, wie war es bei dir, wie hast du angefangen, Radsport zu machen? Boah, ich habe das Rad schon immer gerne gehabt. Ja. Ich habe schon, glaube ich, mit 8 oder 9 habe ich das Rad auseinandergebaut, wieder zusammengebaut. Da habe ich dann Teile verloren. Mein Vater ist durchgedreht, weil alles nicht gepasst hat. Ja. Ja, und dann kam eins zum anderen hinzu. Ich habe das Rad immer, ich habe es geliebt. Schon als kleines Kind, ja. Und aber auch als Sportgerät oder einfach nur als, von Anfang an als Sportgerät? Ja, nee. Am Anfang habe ich einfach nur das Fahrrad geliebt. Ja. Also Sportgerät eher weniger. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und da gab es einen Radladen und da habe ich so geile Mountainbikes gesehen. Ja. Das war Ende der 80er. Und da habe ich mir jeden Morgen auf dem Schulweg, bin ich dort am Radladen vorbeigelaufen und habe mir die Nase platt gedrückt am Schaufenster. Hab gesagt, ich will so eins. Aber gut, das Ding hat damals 3.500 Mark gekostet. Das war unmöglich. Meine Eltern haben nicht so viel Geld gehabt. Ja. Ja, aber irgendwann mal habe ich mir dann doch so ein durch Zeitungen austragen Fahrrad geholt. Ein paar Kinder auf dem Schulhof abgezogen. Nee, das nicht. Ja, und da habe ich mir das Geld verdient. Ja. Hat mir ein Otto-Katalog-Rad geholt. Geil. Und da gab es hier so einen Club in Worms. Ja. Der mich da dazu. Und dann kam, die haben mich da mitgenommen in den Wald und haben gemerkt, dass ich nicht der Langsamste war mit dem Otto-Katalog-Rad. Ja. Ja, und dann bin ich zu den ersten Rennen hin. Und gleich beim ersten Sichtungsrennen war ich Dritter. Und dann war ich Nationalmannschaft und dann ging der Weg. Ging alles ganz schnell. Bist du immer nur Mountainbike gefahren? War das für dich? Ich meine, Mountainbike steckte ja damals schon noch so ein bisschen auch in den Kinderschuhen, ne? Gut, Straße bin ich schon immer gefahren, zum Training einfach. Und ja, jetzt dann umso mehr. Ich war sogar mal Straßenprofi beim KT-Team. Das war 2004, glaube ich. Ich habe gesehen, du bist von 99 bis 2004 Straßenrennen bei Pro Cycling Stats, habe ich gefunden. Ja. Unter anderem Rheinland-Pfalz-Rundfahrt zum Beispiel gefahren. Ich bin, glaube ich, 4-mal Rheinland-Pfalz-Rundfahrt gefahren. Damals noch die ganz lange, die eine Woche ging, mit fast 1000 Kilometern. Bist du ein Teamsportler, würdest du sagen? Also fandst du das geil am Rennradsport, dass man halt im Team am Start steht? Und ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich meine auch beim Mountainbike, diese Etappenrennen, die fährst du ja auch im Team. Genau, also im Zweierteam. Genau. Und das hat mir auch brutal getaugt, ja, damals mit Stefan Sahm. Aha. Ja. Das habe ich mich immer gefragt. Ne? Du fährst halt so in einem Zweierteam. Für mich als rein Straßenradsportler ist es halt so schwierig, das zu verstehen. Also, weil man ist doch nie exakt gleich gut, oder? Das stimmt. Und das ist ja das Coole, dass man gegenseitig aufeinander aufpassen muss. Okay. Ja, das heißt, das ist schon eine gute Verbindung. Ja, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit einem Freund. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, so meine besten Zeiten waren, also mit Stefan Sahm,
wir waren wirklich dicke Freunde bis heute noch. Das zeichnet eigentlich so eine Team-Partnerschaft aus. Aber, das siehst du jetzt auch bei Speed Company Racing. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Lukas Baum und der Georg Egger, ja, der sind einfach so zwei dicke Kumpels. Die machen alles zusammen. Die reden sich die Sonne aus dem Arsch. Die reden so lange aufeinander ein, bis es wieder läuft. Ja. Genau. Meinst du, also das heißt, menschlich ist fast wichtiger als sportlich? Oder? Ja, also das ist, menschlich ist die absolut dickere Komponente. Ich meine, als Einzelsportler waren wir auch erfolgreich, aber beim Stefan zum Beispiel im Team, der ist so über sich hinausgewachsen. Krass. Komplett. Und das hat uns brutal getaugt, ja. Ja. Das heißt, auf der Strecke seid ihr zu zweit unterwegs. Hattet ihr dann gerade auch in der Anfangszeit, ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass Mountainbike-Sport, gerade wo du angefangen hast, der noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt hat, hattet ihr schon ein richtiges Team mit dabei oder war das eher so? Ja, wir haben so Team Bulls. Ja. Ich habe damals die Möglichkeit bekommen, das Team zu machen. Okay. Das war Ende 2006. Und wir waren so das erste richtige Marathon-Profi-Team. Ja. Und da haben wir praktisch mit Mechaniker, Teammanager und Physio sind wir zum Cape Epic gegangen und haben uns eigentlich schon sehr professionell aufgestellt. Ja, okay. Dann hast du mir jetzt tatsächlich eigentlich die perfekte Überleitung geliefert mit dem Team Bulls. Wir sind ja heute, oder ich bin für die Zuschauer auf einem ungewohnten Rad unterwegs. Weil ich aber natürlich ein lieber Gastgeber bin, habe ich die Radvorstellung gestern schon gemacht. Okay. Damit du dir das nicht anhören musst, weil du weißt ja, worauf du fährst. Deswegen schalten wir jetzt einmal rüber zur Vergangenheit, Ritchie. Und der macht einmal kurz die Radvorstellung. Während Ritchie und Zukunftskarl also jetzt zusammen in Rheinhessen unterwegs sind, habe ich die Möglichkeit, euch das Rad, auf dem wir beide heute unterwegs sind, ein bisschen genauer vorzustellen. Es handelt sich dabei um die Machete von Bulls. Und wie man unschwer erkennen kann, ist die Machete ein Gravelrad. Das heißt allerdings nicht, dass man die Machete nur im Gravelbereich fahren kann. Ganz egal, ob ihr jetzt eine entspannte Runde im Stadtwald drehen möchtet, eine epische Bikepacking-Tour vorhabt oder eben auch mal auf der Straße unterwegs sein wollt. Mit der Machete ist das definitiv möglich. Apropos Bike. Am Rad haben wir auf jeden Fall diverse Anschraubpunkte, wo man zum Beispiel Radtaschen, aber eben auch Lichter, in meinem Fall Schutzbleche oder eben auch zusätzliche Flaschenhalter anbringen kann. Am Rahmen besonders auffällig finde ich hier vor allem die sehr tief angesetzten Sitzstreben mit diesem kleinen waagerechten Element hier. Das fällt auf jeden Fall auf an einem ansonsten sehr schön schlicht schwarz gehaltenen Rahmen. Das gefällt mir immer besonders gut. Am Rahmen möchte ich auch noch darauf hinweisen, wenn wir uns einmal hier runter zum Tretlagerbereich begeben, dass wir hier so einen Spritzschutz verbaut haben. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Vor allem eben, wenn man dann wirklich mal auf Schotterpisten unterwegs ist und man keine unschönen Kratzer im Rahmen haben möchte, aufgrund des Steinespritzens. In Sachen Anbauteilen setzt Bulls sehr viel auf Marke Eigenbau. Sowohl die Sattelstütze kommt von Bulls, als auch der Sattel, der Lenker und der Vorbau. Wobei man sagen muss, dass im Cockpit mit FSA zusammengearbeitet wird, um eine integrierte Kabelführung zu ermöglichen. Auch die Laufräder kommen von Bulls. Mit den XC21 Evo könnte man theoretisch auch tubeless unterwegs sein. Sie sind tubeless ready. Wir fahren den Schwalbe G1 in der 45 mm breiten Version. Heute allerdings mit Schläuchen, denn es muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben möglich sein. Generell gibt es das Rad in vielen verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten bei Bulls auf der Website. Also wenn ihr Bock bekommen habt, schaut gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mit den technischen Details. Ich gebe wieder zurück zu Ritchie und zu Karl auf die Strecke. So wie wir am Ende unserer Runde angekommen sind, so ganz langsam auf dem Asphaltstück, bist du ja jetzt auch, jetzt sind wir schon ein bisschen unterwegs, ich darf sagen, so ein bisschen im Spätherbst deiner Karriere angekommen. Ach Gott, ich bin das blühende Leben, ey. Wo ist der Spätherbst? Du bist das blühende Leben, aber du, jetzt meine ernst gemeinte Frage. Also ich stelle mir das halt wirklich mega hart vor. Du bist ja jahrelang auf absolutem Top-Niveau gefahren. Ich glaube, du hast 7-mal die Transalp gewonnen, 5-mal in den Cape Epic und was und hast du nicht gesehen. Wie war, also du bist jetzt ja bei den Masters am Start. Wie, also war das für dich schwierig, irgendwann einzusehen, okay, für die jungen Hüpper reicht es nicht mehr?
Ah, das war ein ganz kurzer Moment, wo ich gedacht habe, ah, komm, da geht noch was. Ja. Aber ja, ich muss ehrlich zu mir sein, so ein gewisses Niveau, klar, erreichst du schon noch. Und ja, vielleicht bist du auch noch mal, schaffst du es auch noch mal für einen Tag, super gut drauf zu sein. Aber irgendwann mal ist die Zeit einfach rum. Ja. Und ich habe dann auch gemerkt, hey, ich habe meine Zeit gehabt. Das war top, top. Die war auch sehr lange, die gute Zeit. Und jetzt war es einfach, einfach mal, ja, der Punkt, wo ich andere Wege gehen musste. Ja. Der größte Unterschied ist einfach die Vorbereitung. Ja. Und du bist, weißt du, früher hast du sein Schema gehabt, Freitags Ruhetag, Samstag Vorbelastung, Sonntag Rennen. Und jetzt ist alles eigentlich wurscht. Freitag ja. Riesling, Samstag Rosé, Sonntag. Genau. Ja, egal, ob du jetzt normalerweise freitags hast du den ganzen Tag im Bett gelegen, gechillt, das machst du jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt ist einfach das so genießen, wie es kommt, auch im Rennen. Ich habe am Start auch keinen erhöhten Puls mehr, weil es einfach, ja, ich mag einfach Radfahren, ja. Und wenn einer schneller ist am Ende vom Tag, ist mir auch egal. Ist mir auch egal, ja. Ich will einfach nur cool Radfahren, eine schöne Zeit haben. Ja, und man zehrt natürlich noch von den Grundlagen von früher. Ich gewinne auch noch zum Glück noch alles. Ja. Letztes Jahr zum Beispiel Cape Epic auch noch gewonnen. Ja, Cape Epic, Transalp. Ja. War aber ein Masters-Weltmeister, Europameister. Man kann noch Radfahren einigermaßen. Ja, länger kann er noch halten. Genau, das geht ja nicht einfach weg. Ja. Ja, also der Körper erinnert sich schon daran. Was hast du damals so in Maximalzeiten trainiert? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Weißt du das? Irgendwie Kilometer? Ja, ich bin auf jeden Fall über 30.000 gefahren. Also mit Mountainbike-Kilometern. Ja. Also wenn man das auf Straßenkilometer umrechnet, dann so um die 33.000, 35.000 bin ich schon gefahren. Ordentlich Stunden einfach im Sattel auch gesammelt. Ja, genau. Die genau. Machen sich jetzt dann auch bezahlt. Ja, ich habe mal so durchkalkuliert, so 750.000 Kilometer bin ich jetzt im Leben gefahren, circa. Machst du Millionen voll? Willst du wirst wahrscheinlich dein ja, ganzes so Leben ganz genau, Rad. So ganz genau habe ich es nicht notiert, aber wenn ich so weitermache, mache ich es wahrscheinlich voll. Ich habe mir gedacht, jemand, der jetzt schon so viele Kilometer im Buckel hat, was können denn Straßenfahrer von Mountainbikern lernen und was können Mountainbiker von Straßenfahrern lernen? Gute Frage, da du so spontan fragst. Also, ich würde sagen, die Straßenfahrer von Mountainbikern, die Technik. Aha. So ein bisschen mehr Freestyle unterwegs zu sein, ein bisschen lockerer zu sein. Das siehst du ja auch an den Top-Straßenfahrern, zum Beispiel ja, Wout van Aert oder Van der Poel. Ja. Die sind unheimlich geile Techniker. Oder Pitcock, wenn du siehst, wie geil die irgendwo bergab schmettern. Die Zuschauer auf diesem Kanal wissen, ich bin auch leicht in Mathieu van der Poel verliebt, muss ich sagen. Ich habe da schon so einen kleinen Mans-Crush auf den Mann. Ja, ja, also ich auch. Ja. Ich mag eigentlich den Van der Poel sehr. Einfach der Style, wie er fährt, einfach unüberlegt. Ja, genau. Aber der hat es einfach. Also denkst du, dass ein Mathieu van der Poel, ich habe mir die Frage schon ein paar Mal gestellt, du warst ja deutscher Juniorenmeister im Downhill. Ja. Ich meine, Pitcock ist Olympiasieger im Mountainbiken geworden, einfach mal so quasi gerade eben. Ob du den auf ein Crossrad setzt, Straßenrad oder aufs Mountainbike, scheint ihm egal zu sein. Denkst du, die Jungs könnten einen Downhill-Weltcup mit irgendwie einem Jahr Training oder sowas vorne reinfahren oder ist das noch was ganz anderes? Boah, da finde ich echt schwer, eine Prognose abzugeben. Ich glaube, das wird schwierig, weil da musst du noch mal kompletten Körper verändern. Mhm. Einfach die Anlieger von der Kraft her zu halten, das ist noch mal ein ganz, ganz anderes Ding. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht so easy. Vielleicht haben wir ja ein paar Downhiller in den Zuschauern, die können uns das in die Kommentare reinschreiben. Wahrscheinlich kriege ich übelst die Hasstiraden. Wie kannst du das? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Aber nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Die Technik, die noch mal an den Tag legen, ich glaube, das kann man nicht so schnell erlernen. Ja. Ja. Guck mal, der war von den Farben her gerade ungefähr so wie ihr in den frühen Anfang auf dem Mountainbike. Ja. Der war ähnlich bunt. Ja, der hat. Denkst du? Ich sollte öfters GCN schauen. Ja, ist echt so. Ja. Generell alle sollten mehr GCN schauen, aber nur GCN auf Deutsch, ist natürlich klar. Ja, genau. Graveln, wäre das vielleicht was für dich? Also viele Straßenprofis hören auf und gehen dann in den Gravel-Bereich. Ich meine, du kommst ja schon vom Mountainbiken, das heißt, die Technik hast du sowieso. Hättest du da mal Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke schon die ganze Zeit, wo ich mal an Start gehe. Ich wollte eigentlich Dirty Cancer oder Unbound Gravel, wie das heißt, an Start gehen. Und es hat irgendwie nicht geklappt. Aber ja, dieses Jahr will ich auf jeden Fall irgendwas
irgendwas Gravel-mäßiges probieren. Ja, das Rad ist einfach cool. Ich meine, das, was wir heute gemacht haben, das kannst du mit dem Rennrad so nett machen. Aber mit dem Gravel-Bike, da kannst du auch mal ins Gelände abbiegen. Ja, es hat mega Bock gemacht. Übrigens auch noch mal eine der besten Runden, die ich bis jetzt gefahren bin, auf jeden Fall mit Gästen. Da hast du dich in die Siegerliste auf jeden Fall eingetragen mit deinem Rädchen. Dann haben wir eigentlich nicht mehr viele Kilometer vor uns. Wir radeln jetzt hier noch ein bisschen über den Rheinradweg und dann trinken wir noch ein Käffchen, essen vielleicht ein Stück Kuchen und dann muss ich dir noch mal kurz auf die Nerven gehen mit dem Zeitungsartikel, der damals wegen dir über mich veröffentlicht worden ist, aber das sehen die Zuschauer dann gleich. Okay, da bin ich mal gespannt. Hast du nicht zu viel versprochen hier mit dem See? Wenn es jetzt ein richtiger Winterride gewesen wäre, dann wäre auch zugefroren. Dann hätten wir noch Schlittschuh fahren können. Ja, das stimmt. Man kann hier Schlittschuh fahren. Das sind wir schon. Aber du bist auch eine kleine Eisprinzessin, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, aber du kannst mal da abbiegen. Das gibt's überhaupt nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Aber ich bin viel Cross gefahren diesen Winter, das macht mir gar nichts. Genau. Ja, der Karl hat uns spontan zu sich nach Hause eingeladen, weil er hat gesagt, die wenigsten Bäckereien haben einen Badesee vor der Haustür. Das heißt, wir trinken uns jetzt mal noch ein entspanntes Käffchen hier rein. Genau. Und Sauna und dann ab in den Teich. In den Teich. Komm ran. So, Richie. Grüß euch hier. Danke für die Ausfahrt. War cool. Ich danke dir und vor allem jetzt hier. Hast du jetzt den ganzen Kuchen gegessen oder was? Eventuell sitze ich schon ein bisschen länger hier. Ey, da warst du. Aber das gehört zu einer Winterausfahrt auf jeden Fall auch dazu. Ne? Danach reinkommen und erstmal alles wegfressen, was noch im Haus da ist. Und alle anderen sind sauer auf einen. Ich habe jetzt noch ein Ding für dich. Du weißt es bestimmt nicht mehr, aber du bist der Grund, weshalb ich damals angefangen habe, quasi, oder mit einer der Gründe, warum ich angefangen habe, Radrennen zu fahren. Ich habe den Artikel auch eingescannt, den kann der Anselm vielleicht einmal hier ganz kurz einblenden. Ich war damals im Bike Junior Camp, das ist von der Zeitschrift Bike, war das so ein Nachwuchscamp. Und dann haben die mir da so ein cooles Fahrrad gegeben. Ich hatte damals nur ein ganz billiges Einsteigerfahrrad und du warst damit einer der Initiatoren. Und danach sind wir beide in Rennberg aufgefahren. Und dann hast du den Jungs vom Bike Magazin gesagt, ey, der hat Talent, der Junge. Und danach war so ein ganz kleiner Artikel über mich in der Bike, so ein ganz kleiner Absatz. Ey, sehr cool. Ich war so dermaßen stolz und der Karl, der war über Jahre hinweg mein großer Held. Ist jetzt ein bisschen cheesy zum Ende, aber das muss ich auf jeden Fall noch erzählen. Ja, das war ein cooles Programm damals mit dem Bike Junior. Mega, ja. Camp, dann, also selbst wir Profis haben da viel Spaß gehabt und sind echt viele Talente da rausgekommen, so wie du, ne? Georg Egger zum Beispiel, der hat jetzt gerade den Cape Epic gewonnen, das ist echt ein cooles Ding. Ja, dementsprechend habe ich also jetzt eine Ausfahrt mit meinem Kindheitshelden quasi machen dürfen. Und wir haben die Ausfahrt gut beendet, ziehen uns jetzt hier noch ein bisschen Kuchen auf Kamera rein und verabschieden uns dann für das heutige Video. Macht's gut, Leute. Vielen, vielen Dank, Karl, fürs Mitfahren. Und wir lassen uns jetzt den Kuchen schmecken. Aber echt. Räder waschen. Fertig. Komm. Kannst du dich machen? Da gar keinen Bock. Hast ja recht.